Mir ist so richtig kalt. Ich bin die gesamte Nacht lang am Frieren. Ich habe kein einziges Auge zugedrückt. Und es ist zwar noch dunkel, aber das sieht so aus, dass es so langsam heller wird. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten 1 bis 2 Stunden die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Und wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, dann werde ich mich einmal kurz aufwärmen gehen. Und wenn das passiert ist, dann werde ich mich auf jeden Fall nochmal hinlegen und Schlaf nachholen. Weil ich hatte die gesamte Nacht lang gefroren und gezittert. Ich konnte kein Stück schlafen. Das ging gar nicht klar. Ich glaube, das war bisher die kälteste Nacht. Ich bin froh, wenn die Nacht zu Ende geht. Seht ihr das? Es wird langsam immer heller. Die Sonne ist zwar natürlich noch nicht draußen, aber genau da sieht man das auf jeden Fall, dass die Nacht bald überstanden ist. So, es ist heller geworden und die ersten Sonnenstrahlen kommen und ich werde mich hier aufwärmen. Aber weil da oben so ein paar Scheißwolken sind, versperren die so ein bisschen die Sonne, sodass nur ganz leichte Sonnenstrahlen die ganze Zeit kommen und vielleicht nur manchmal vielleicht so ein paar bessere Sonnenstrahlen. Das heißt, das dauert noch ein bisschen lange, bis ich mich ein bisschen aufgewärmt habe. Es war so eine richtige Scheißnacht gewesen. Die war richtig beschissen. Ah, mir ist immer noch richtig kalt. Vor diese Sonnenstrahlen sind erst jetzt gekommen. Also die ersten Sonnenstrahlen. Vorhin die ganze Nacht war klarer Himmel gewesen, aber gerade wo die Sonne aufging, war dann plötzlich ganz viele Scheißwolken gewesen. Und jetzt kommt endlich so ein bisschen Sonnenstrahlen. Ich warte die ganze Zeit, dass die Sonne mal verstärkt kommt, damit ich mich endlich aufwärmen kann. Aber genau jetzt ist hier eine richtig dicke Wolkendecke, die hier die Sonne versperrt. Die Wolken Decke muss weg. Jetzt muss es noch länger warten, bis es endlich nicht mehr frieren muss. Das geht mir richtig auf die Nerven. Ich will endlich die Sonne haben.